So, heute besucht dein Holmstedt mal den Baubiologen Michael Fischer in seinem neuen Laden in der Wohlesbostler Straße in Holmstedt. Und mal gucken, ob der da ist. Hallo Jens. Hallo Michael. Schön, dass du vorbeikommst. Komm rein. Ja, danke schön. So, was hast du denn Schönes in deinem neuen Laden? Naja, als Baubiologe vertrete ich Oberflächen an Farben, an Wänden und alles, was man in einem Haus reinpackt. Die größten Flächen, die wir in einem Haus haben, sind Wand- und Deckenflächen. Die zweitgrößten Flächen sind Bodenflächen, das heißt Parkett, Dielen. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Dann hat man da schon mal sehr viel mit abgedeckt. Die drittgrößte Sache in den Häusern sind die Möbel. Und wenn das alles dampfdiffusionsoffen, geölt und gewachst ist, dann hat man einfach ein super Raumklima. Hier zum Beispiel ist ein Parkettregal, hier gibt es Dielen, Dreischichtparkette, die sind so aufgebaut, dass die obere Schicht massives Holz ist, auch die mittlere Schicht und auch die untere. Laminate in dem Sinne verkaufe ich überhaupt nicht und nur Dielenböden, zum Beispiel hier in Eiche, massiv 20 mm oder 22 mm. Die kann man bestimmt auch mal abschleifen, ne? Kann man abschleifen, aber in der Regel bei geölten Oberflächen tut das überhaupt gar nicht nötig, weil die werden einfach nur wieder bearbeitet. Das muss man nicht schleifen. Also versiegelte Böden mit DD-Lacken oder mit Versiegelung, mit Acrylversiegelung, die muss man abschleifen, weil die dringen nicht in das Holz ein, wie die Öle das einfach können. Hier haben wir auch noch andere Sorten, also eine Vielzahl für Sachen, die man schwimmend verlegen kann oder auch verklebt verlegen kann. Aber alles die gleiche Geschichte, massives Holz, ich habe keine Spanplatten oder irgend sowas in diesen Materialien drin. Ja, was noch wichtig ist, das sind wie gesagt die Wände, das ist ein Lehmputz, Lehmstreichputze, die auch der Do-it-yourselfer verarbeiten kann. Da ist eine Vielzahl an Farben möglich und an Oberflächenstrukturen. Das kann man sich in Einzelnen hier im Laden einfach angucken, dafür gibt es eben auch Muster. Und du berätst einen dann auch, was man braucht oder was man Leute, machen sollte? Was sie einfach für ihre Häuser machen. Ich komme auch nach Hause. Übrigens mache ich auch Schimmelberatung und sonst Energie- und Bauberatung, Sanierungsbegleitung für Allergiker, was letztendlich auch relativ wichtig ist. Und die Allergien nehmen in den letzten Jahren einfach immer stärker zu. Und ich bin seit 30 Jahren in diesem Geschäft, habe früher einen größeren Laden in Hamburg gehabt und jetzt arbeite ich hier allein, habe keine Mitarbeiter mehr. Und mache eben hauptsächlich Bau, Energie und Sanierungsbegleitung. Und da die Leute natürlich auch wissen wollen, wo sie solche Farben zum Beispiel herbekommen und sagen, ja, wo kaufe ich das denn? Habe ich mich denn entschlossen, auch einen kleinen Laden einfach anzugliedern und nicht nur ein Beratungsbüro zu machen. Denn ja, sowas wie in dieser Art gibt es in Hamburg einen Laden, der nächste ist in Bremen. Das ist alles ein bisschen weit weg. Ja, ich gehöre zu einem Fachhandelsverband, der nennt sich ÖkoPlus. Den habe ich vor 12 Jahren mit verschiedenen Leuten in Deutschland gegründet. Inzwischen sind wir 45 Mitglieder, die alle nach diesen gleichen Kriterien arbeiten. Und uns ist eben wichtig, den Menschen tatsächlich zu helfen und nicht irgendwelchen Sondermüll zu verkaufen, der eigentlich bei der Fertigung schon so in diesem Stand ist, dass man ihn eigentlich wegschmeißen müsste. Man dürfte sowas gar nicht produzieren, weil einfach viel, viel Müll produziert wird. Und ja, die Leute, die sich mit auseinandersetzen wollen und nachfragen in anderen Geschäften, können sich da ja einfach erkundigen und fragen eben, woraus ist das, was ist da für eine Oberfläche drauf, was für ein Material. Und je dichter man ein Haus baut, das ist ja auch wichtig, dass man heute also auf Energieberatung das nicht auch Wert legt und auch dichtere Häuser, man hat dichtere Scheiben, dichtere Wände, dass man dann eben auch daran denkt, wenn es zu dicht wird, dass es eben nicht geht, weil dann gehen die ganzen Schadstoffe, die ich in den Produkten, in den Wänden, sagte ich ja vorhin, die größten Flächen sind Wand- und Deckenflächen, die zweitgrößten sind halt Bodenflächen. Und wenn da Emissionen ausdunsten in die Raumluft, dann geht das auch nicht wieder raus. Es steckt einfach drin. Okay. Und Oberflächen aus Kunststoff, elektrostatische Aufladung, also alles das, da kann ich halt sehr viel erzählen, aber das mache ich lieber dann in der Beratung und nicht unbedingt hier. Okay. Ja, das Weitere, was ich auch noch habe, das sind Bodenbelege. Dazu gehören ja nicht nur Parkett und Dielen, sondern dazu gehört zum Beispiel auch Kork. Ja, da gibt es Korkoberflächen mit sehr schönem Design oder auch glatt und einfach. Das ist Kork, was man verklebt auf dem Boden. Das ist für Kinderzimmer eigentlich eine sehr schöne Sache. Oder es gibt halt Linoleum. Da gibt es über 100 verschiedene Farben. Das ist nur mal eine kleine Auswahl, die habe ich hier gerade mal liegen, die man auslegen kann.
Dann gibt es auch ein Klick-Linoleum, das heißt für Leute, die einfach was renovieren wollen und nicht den Platz haben, weil es nicht ihre Wohnung ist, sondern einfach gemietet. Da kann man eben auch im gleichen Stil solche Linoleum-Panetten verlegen und das wird schwimmend verlegt auf den Boden, den man hat. Entweder auf den Estrich, da ist eine Korkunterlage drunter, ist feuchtwischbar, eigentlich gut für eine Renovierung in einem Mietshaus. Da haben wir noch Teppiche verschiedener Hersteller. Das Entscheidende bei diesen Teppichen, ich greife mal jetzt hier einen raus, die sind alle nicht behandelt. Ist kein Eulan drin, keine Pyrethroide, keine Mottenschutzmittel und sowas. Der Kleber hier zwischen der Schicht und dem unteren ist ein Naturkautschukkleber und die Rücken sind entweder aus Baumwolle oder aus Jute. Und wenn man hier in die Phase einfach reinschaut, ich weiß nicht, ob du das hier so siehst, Jens, auch diese Rücken, in denen gearbeitet worden ist, ist kein Kunststoff, das ist Baumwolle. Okay, also alles Naturprodukte. Alles Naturprodukte. Da die Materialien, wie gesagt, nicht ausgerüstet sind, können da auch keine Schadstoffe für Kinder, die auf dem Fußboden krabbeln oder so, damit aufgenommen werden. Ja, okay, Michael. Ich denke, dann wissen die Leute jetzt mal, was es hier so beim Baubiologen gibt. Ja. Und ich hoffe, dass dich hier einige besuchen und sich das beraten lassen und natürlich auch was kaufen. Das würde mich freuen. Okay, dann sage ich mal tschüss. Tschüss, Jens.